Wo geht's denn da drüben hin? Hier müssen wir hin, dann schaue ich erstmal kurz hier vorbei. Man hat befohlen, außer Ihnen niemanden in die Kabine Ihres Vaters zu lassen. Sie können sie aber natürlich betreten. Ja, das ist jetzt meine Kabine. Tatsächlich, wir können uns hier ausrüsten. Okay, momentan gibt es noch nicht so viel zu machen. Oh, sieh mal an, eine Normandy. Ist das nicht schön? Ein kleines Spielzeug. Aber macht das überhaupt Sinn, die Normandy 2, dass die hier schon rumliegt? Ich meine, ich weiß ja nicht, wann genau wir hier gelandet sind und so, gestartet sind. Das ist halt die Sache. Oh, oh, sehr wichtig. Die Kaffeemaschine, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen, er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz einer Bohne verdanke. Dann weißt du jetzt, wie sich Demut anfühlt. Sehr schön. Was ist da drauf, Sam? Die persönlichen Logs ihres Vaters. Einige davon sind verschlüsselt. Oh juhu, es gibt noch mehr Sachen anzuhören, natürlich. Schauen wir doch mal. Allgemeine Logs, fangen wir doch mal damit an. So, Asari-Archäologin, das wird wahrscheinlich Liara sein. Was haben wir noch? Abreise aus der Milchstraße. Schauen wir uns das doch zuerst mal an. Ich bin mir immer noch nicht so ganz über den Abreisezeitpunkt im Klaren dabei. Endlich ist der Tag gekommen. Wir verlassen die Erde. Wir springen zuerst durch einige Portale und igeln uns dann für die lange Reise durch den Orkusnebel ein. Es ist beängstigend, über all die Hoffnungen und Träume an Bord der Hyperion nachzudenken. Ich habe natürlich auch eigene. Ich war nicht der Ehemann oder Vater, der ich hätte sein sollen. Ich hoffe, 600 Jahre können einen Menschen verändern. Was ist denn eigentlich mit der Mutter von den Riders? Ist das irgendwie geklärt? Die wurde bisher... Also ihr Schicksal wurde bisher noch nicht so wirklich erwähnt, oder? Oder habe ich es verpasst? Ich weiß es nicht. Sam, das ist eine Erinnerung wegen Dr. Liara Tassoni. Sie ist eine Asari-Archäologin, mit der ich vor einigen Jahren korrespondiert habe. Sie hat Erfahrung beim Studium alter Kulturen. Sorge dafür, dass das Team ihre Forschungsergebnisse bekommt. Sie könnten in Andromeda nützlich sein. Ich bin ziemlich sicher, dass meine Schwester Dr. Tassoni mal erwähnt hat. Eine Expertin für Proteaner, oder? Ich habe Dr. Tassonis Forschungsergebnisse auf Datenpads gespeichert. Na, da bin ich ja mal gespannt, inwiefern das wichtig wird. Hallo Alec, hier ist Dr. Tassoni. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mich kontaktiert haben. Die meisten Wissenschaftler lehnen meine Arbeit ab. Aber ich bin jung und eine Asari und die werden älter. Da wollen wir doch mal sehen, wer das letzte Wort hat. Bis dahin überlasse ich Ihnen gerne meine Forschungsergebnisse. Hoffentlich kann Ihr Team etwas damit anfangen. Hallo Alec, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich muss sagen, bei dem Gedanken, eine andere Galaxie zu erkunden, brummt mir der Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie jemand so eine Reise überleben kann. Und außerdem könnte ich es nicht ertragen, die Milchstraße zu verlassen. Es gibt noch so viel über die Proteaner, das ich hier zu ergründen hoffe. So viel potenzielles Wissen, das ich anzapfen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Ja, ganz super. Also die beiden haben in Korrespondenz miteinander gestanden. Das ist ja auch interessant. Und da konnte man nochmal so einen kleinen Gastauftritt von Liara mit reinlegen. Ist doch schön. Dann hat eine Erkundungsmission auf Habitat 7 zugestimmt. Ich packe jetzt. Ich mache mir Sorgen um Sarah. Dr. Tepero sagt, es sei alles in Ordnung, aber sie ist meine Tochter. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich hasse es, sie so zurückzulassen. Das sind diese Augenblicke, in denen du dir wünschst, du hättest deinen Kindern öfter gesagt, dass du sie liebst. Oder überhaupt mal. Und das bringt mich zum schwierigen Teil. Kinder, falls mir etwas zustößt, gibt es Dinge, die ihr erfahren werdet. Ich hoffe, ihr werdet sie verstehen. Wie nebulös. Tja, da hat er schon... im Prinzip im Voraus gewusst, oder war für ihn schon im Voraus klar, dass er, welches Kind auch immer es sein soll, das Kind dann zum Nachfolger macht. Denn niemand anders würde ja hier Zutritt erhalten und die Logs sich anhören können, nicht wahr?
So, schauen wir uns doch mal die Verschlüsselten an. Dieses Log kann momentan nicht aufgerufen werden. Ach so, schauen wir uns die Verschlüsselten noch nicht an. Das werden wir dann wahrscheinlich erst Stück für Stück machen können. Aber ist schon okay. Audioausschnitt, wovon ist die Frage? Ich bin Dr. Liara Tassoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteaner zu studieren. Wie jedermann weiß, waren die Proteaner eine Hochkultur, die vor etwa 50.000 Jahren in der Milchstraße gedieh und dann verschwand. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2182, bleibt ihre Kultur ein Geheimnis. Ich habe im Verlauf meiner Studien einige Techniken zur Analyse beliebiger alter Kulturen entwickelt. Ich hoffe, die wissenschaftliche Gemeinschaft kann daraus Nutzen ziehen. Okay, wunderbar. Das war also das, was Sam angesprochen hatte, dass er hier irgendwelche Audiologs in Datenpads geladen hat. Oh, Bücher, wie schön. Und hier gibt's noch was von Liara, wie es aussieht. Bei der Erforschung eines ausgestorbenen Volkes besteht das offensichtlichste Problem darin, dass es keine beobachtbare Population gibt. Nein, daraus wirklich. Daraus ergibt sich die Frage, wann eine Spezies wirklich ausgestorben ist. Die Proteaner waren in der ganzen Galaxie zu Hause. Es dauerte Jahrhunderte zu bestätigen, dass sämtliche Vertreter der Spezies ausgestorben waren. Es ist zwar möglich, dass eines Tages in irgendeiner versteckten Ecke der Galaxie noch lebende Proteaner gefunden werden, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist statistisch betrachtet nicht relevant. Und doch ist es geschehen, du hast einen Proteaner kennengelernt. Sobald das Aussterben bestätigt ist, fällt die Erforschung nicht länger ins Fachgebiet der Soziologie, sondern der Exoarchäologie. Ganz wunderbar. So, bist du fertig? Du machst irgendwie sehr große Lücken teilweise. Schauen wir uns die Bücher an. Gedruckte Bücher? Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. Ist gar nicht so doof, denn das ist zwar schon ewig lang her und natürlich ist die Lage eine ganz, ganz andere. Aber es ist insofern vergleichbar, dass die Psychologie bei Pionieren ja letztendlich sich nicht ändert. Und wenn man sich die Tagebücher dann anschaut von anderen Entdeckern, dann kann man schon ein bisschen sich darauf vorbereiten, wie die Psychologie dabei dann sich verhalten wird, nicht wahr? So, schauen wir mal, was Sam von uns will. Ich glaube, der will ja irgendwas im Geheimen mit uns besprechen. Hallo Ryder, willkommen zurück im Sam-Kern. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssen etwas Vertrauliches besprechen. Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Ich verstehe nicht, wieso diese Heimlichtuerei nötig ist. Ihr Vater hielt es für das Beste. Was wollte er vor uns geheim halten? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf Sie. Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um Ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Alec nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Okay, klingt interessant. Ich glaube, das ist quasi so die Rechtfertigung für unser Menüsystem hier im Spiel, nehme ich mal so an, oder? Klingt so zumindest. Solche Dinge geheim zu halten, macht die Leute nur misstrauisch. Es wirkt, als führe man irgendwas im Schilde. Alec befürchtete, andere würden es nicht verstehen. Er selbst betrachtete es als eine symbiotische Beziehung, von der wir beide profitieren. Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Vor allen Dingen ist er eine KI, keine VI, ne? Also in den Mass Effect-Teilen wurde ja immer darauf geachtet, diese Trennung zu machen zwischen VI, was einfach bloß unterstützende Computersysteme sind, im Prinzip die KIs von heute, also in der Wirklichkeit, und den Mass Effect KIs, die dann eben wirklich denkende und fast schon lebende Wesen waren.
So, wow, aber du bist nur ein Computer, wird es wehtun. Wird es wehtun? Finde ich schön. Okay, verstehe. Aber es tut doch nicht weh, oder? Der einzige Schmerz wird durch das Leben verursacht. Wie ich festgestellt habe, kann er eine wichtige Lektion sein. Die ich mir allerdings gerne ersparen würde. Also, wie geht's jetzt weiter? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen. Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke. Okay, dann habe ich das wahrscheinlich ein bisschen falsch rum gemacht. Ah, ein neues Menü, Pathfinder Profile. Mit Profilen kann Sam Riders Implantat umkonfigurieren und die Leistung auf dem Schlachtfeld verbessern. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie Leertaste, um es zu aktivieren. Ja, wir haben ja schon den Frontkämpfer ausgewählt, nicht wahr? Den will ich auch beibehalten, das bleibt dabei. Ja, könnte ich mehrere ausrüsten oder wie sieht das aus? Nee, ne? Keine Ahnung. Investieren Sie in Kampftech oder Biotikfähigkeiten, um mächtigere Profile mit verschiedenen Stilen freizuschalten. Drücken Sie zum Beenden Escape. Ganz wunderbar. Was wir aber gerade noch tun können, nicht Inventar, die Fähigkeiten. Da will ich hin. Und zwar haben wir Stufe 3 vorhin mal erreicht. Und das heißt, wir können den Sturmangriff weiter hochsetzen. Die 3 Punkte stopfen wir gleich hier rein. In Schaden und Stärke meines Sturmangriffs. Finde ich gut. Jo, passt. Experte freigeschaltet. Das Profil Experte ist jetzt auf Rang 1. Warte mal, was ist denn der Experte, ist die Frage. Experten sind Biotik-Spezialisten, die Feinde mit mächtigen Masseneffektfeldern ausschalten und eliminieren können. Dieses Profil konfiguriert blablabla, sodass er Gegner besiegen kann, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Ach so, warte mal. Frontkämpfer hat Nahkampfschaden, Nahkampfstärke, was ja im Prinzip momentan ganz passend ist. Hier haben wir Biotik, Stärke, Biotik, Wirkungsbereich, Schaden und blablabla, Biotik, Effektdauer. Oh, das sind aber viele Sachen. Kombo-Radius, biotisches Echo, biotische Kombos können bei jedem Gegner, den sie berühren, zusätzliche Explosionen auslösen. Ja, das ist der reine Biotiker ja im Prinzip, der Experte, nicht wahr? Ich würde eigentlich ganz gern beim Frontkämpfer bleiben. Ja, ich glaube, ich bleibe beim Frontkämpfer. Den finde ich immer noch am besten. Oh, es geht ja noch weiter, sehe ich gerade. Biotik-Aufladetempo, Schild, blablabla. Ja, wir bleiben auf jeden Fall beim Frontkämpfer. Gut. Viele interessante Sachen. Hat Sam sonst noch was für uns? Willkommen zurück, Ryder. Oh ja, es gibt noch einige Sachen. Fangen wir doch mal an. Über welche Fähigkeiten verfügst du? In jeder Arche gibt es eine Sam-KI, eine simulierte adaptive Matrix. Jede ist eine künstliche Intelligenz, die Alec Ryder zur Unterstützung der Pathfinder und ihrer Teams entwickelt hat. Aber KIs sind in der Milchstraße illegal. Wie hat mein Dad das umgangen? Es gab Ausnahmen. Für die Initiative war seine Forschung bei der Mission unverzichtbar. Wir wurden im Geheimen entwickelt. Aha. Also Betrug. Es gibt also noch andere Sams? Korrekt. Allerdings hat ihr Vater meine Routinen bis zur Abreise der Hyperion immer wieder modifiziert. Ich bin der höchstentwickelte Sam der Initiative. Ich nehme an, deine Basis ist hier, im Sam-Kern? Korrekt. Hier ist meine zentrale Prozessoreinheit untergebracht. Ich kann aber mittels Quantenverknüpfungskommunikation mit Ihnen und dem Pathfinder-Missionsteam in ständigem Kontakt bleiben, auch über große Entfernungen. Was kannst du mir sonst noch über mein Implantat erzählen? Das Implantat gewährt mir direkten Zugriff auf Ihre Sinnesorgane. Ich sehe, höre und erlebe dieselben Stimuli wie Sie im Feld. Diese Rohdaten ermöglichen mir ein Feedback und eine Analyse der Lage in Echtzeit. Und dann hat Dad die Geheimzutat hinzugefügt. Er hat meine Zugriffsbeschränkungen auf die Pathfinder-Physiologie entfernt. Aha. Versprich mir einfach, dass du nicht mein Gehirn röstest oder sowas. Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Beziehung. Alec hat mir das beigebracht. Ich werde ihr Gehirn nicht rösten. Das wäre für uns beide ein unschönes Ende. Für mich mehr als für dich.
Dieser wunderschöne Mangel an Humor, es ist herrlich. Ich liebe es, mit Maschinen zu reden. Das macht immer wieder Spaß. Weißt du Näheres über Sarahs Zustand? Ich überwache Dr. Carlyles Berichte. Er versorgt sie so gut wie möglich. Mehr lässt sich im Moment leider nicht unternehmen. Was hast du mit symbiotische Beziehung gemeint? Eine Symbiose ist eine Verbindung zwischen zwei Lebensformen, die beiden Vorteile bringt. Eine Blume gibt einer Biene Nektar und erhält dafür Pollen. Die Biene wird satt, die Blume kann sich fortpflanzen. Bei mir ist das ähnlich. Meine eigene Evolution wurde durch die Erfahrungen ihres Vaters geformt, und das wird sich jetzt mit ihnen fortsetzen. Zum Ausgleich erhalten sie von mir Fähigkeiten und Analysen, die das menschliche Potenzial übersteigen. Wir profitieren beide. Klingt super. Das war vorerst alles. Natürlich. Okay, damit hätten wir das soweit abgeschlossen. Ich glaube, hier drüben wird es jetzt nichts Neues geben, ne? Wir sind ja im Prinzip schon hier drin gewesen und haben uns hier umgeschaut. Erinnerungsauslöser. Ah, es gibt doch was Neues. Okay, ansonsten nichts. Dann stürzen wir uns doch mal auf das da. Was auch immer es ist. Sam, was war das? Ein eidetischer Auslöser mit Bezug auf ihren Vater und die Teile meiner Speichermatrix, die er blockiert hat. Was hat ihn ausgelöst? Erlik hat ihn mit ihrem Fortschritt als Pathfinder gekoppelt, nicht mit einem Ort. Es mag verwirrend sein, aber meine Programmierung ist eindeutig. Wenn sie weitere dieser Auslöser finden, werden die Erinnerungen freigeschaltet. Eine der Erinnerungen ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Zum Sam-Kern? Okay, ich dachte eigentlich, dass wir hier dann jetzt die... Oh, hier gibt es noch einen Audioausschnitt. Dass wir hier dann jetzt die Daten finden. Wir hören mal hier rein. Beim Studium eines toten Volkes sollten unsere Vorurteile und der aktuelle Wissensstand nicht die Fakten verschleiern. Relevant sind nur die Beweise. Die Proteaner haben die Citadel und ein erstaunliches Netzwerk von Masseneffektportalen gebaut. Das zeugt von einer Kultur der allerhöchsten Stufe. Nope, haben sie nicht. Eine derart gigantische Errungenschaft kann nur von einem erleuchteten Volk erreicht werden, dessen Mitglieder in Harmonie lebten, ohne Konflikte und Unfrieden. Aber ohne die Möglichkeit, ein lebendes Exemplar zu studieren, kann das niemals mit absoluter Sicherheit postuliert werden. Ach ja, das erinnert mich wieder so daran, wie sehr Liara damals von der Wirklichkeit niedergeschmettert wurde, als sie die Wahrheit erfahren hat, dass es nicht die Proteaner waren, die all das aufgebaut haben. Und dass sie vor allem kein so wahnsinnig dolles, erleuchtetes Volk waren, sondern dass sie eine unterjochende, sehr brutale Kriegerrasse waren. Die persönlichen Loks ihres Vaters. So, jetzt können wir doch vielleicht in Log 1 reinhören. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Okay, ich dachte, das wäre jetzt freigeschaltet, aber dann gehen wir eben mal, wie uns gesagt wurde, nochmal zum Kern. Es ist ein fröhliches Hin und Her hier. Was soll's? Ryder, die Blockierungen, die Ihr Vater in meine Matrix eingebaut hat, öffnen sich. Ich kann jetzt spezifische Erinnerungen abspielen, von denen Erlik wollte, dass Sie sie sehen. Moment. Ich kann seine Erinnerungen tatsächlich sehen? Ja, sie erleben sie über ihr Implantat. Okay, jeder Tag bringt was Neues. Na dann, let's roll, wa? Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, als ihr Vater auf der Citadel stationiert war. Erlik, Ihre Empfehlung wird abgelehnt werden. Künstliche Intelligenz? Unsere beste Option. Wenn der Rat davon erfährt, wird das Ansehen der Menschheit nachhaltig geschädigt. Sie wollen zu viel. Botschafterin Goyle, ich bin der Militärattaché auf der Citadel. Ich muss der Erde einen Vorteil verschaffen. Und KI ist Ihre Antwort? Wir müssen aufholen. Die Asari, die Salarianer, sie sind uns Jahrhunderte voraus. Aber das ist illegal. Nach deren Regeln. Weshalb der Erde einen Vorteil verweigern? Wie sieht dieser Vorteil aus? Freiheit. Wir sind Gefangene unserer fünf Sinne.
Es gibt eine Realität, die wir nicht wahrnehmen können. Aber KI schon. Wie? Indem wir unsere Fähigkeiten verbessern und neue hinzufügen. Aber trotz all dem haben die Geth revoltiert. Weil sie von ihren Schöpfern getrennt waren. Wir würden KI und Menschen direkt verbinden, damit sie die Welt gemeinsam erleben. Kein Schöpfer, also auch keine Revolte. Tut mir leid, Alec. Das ist zu riskant. Ich schätze Sie, aber Ihre Anfrage ist abgelehnt. Alec? Alan, was hat der Arzt gesagt? Dass ich die Zeit genießen soll, die mir noch bleibt. Es gibt keine Heilung, Alec. Ich sterbe. Nicht solange ich lebe. Ah, das ist also die Mutter wahrscheinlich, ja? Wow. Mom wieder zu hören. Ich wusste nicht, dass Dad es so herausgefunden hat. Alec war ein sturer Mann. Ja, das ist möglich, aber ich muss sagen, seine Vision ist gar nicht so doof. Das finde ich ziemlich interessant, weil er tatsächlich recht damit hatte, der Konflikt zwischen den Geth und den Quarianern, der ist ja tatsächlich durch Missverständnisse entstanden letztendlich, ne? Also, die Quarianer haben ja im Prinzip die Geth missverstanden dabei und also in mehrfacher Hinsicht, und die Geth haben nur ihre logischen Konsequenzen daraus gezogen, die aber eben für Nicht-Maschinen nicht ganz nachvollziehbar waren dabei. Und tatsächlich könnte man das damit beheben, könnte ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Und vor allem kommt das auch dem einen Ende von Mass Effect 3 ziemlich nahe, wo es auch eine Verschmelzung aus Maschine und Mensch gab. Letztendlich ist das ja auch so ein bisschen ein Schritt in die Richtung. Also ich meine, Ryder ist jetzt auch letztendlich eine Verschmelzung aus KI und menschlichem Bewusstsein. Von daher, ja, warum nicht? Man muss halt bloß aufpassen, dass die KI nicht vielleicht am Ende das Bewusstsein des Menschen übernimmt. Das könnte ich mir vorstellen, kann passieren. Eventuell. Kommt aber eben auf die Programmierung, der KI an dabei. Schauen wir mal, wie sich das mit Sam entwickelt. Ich finde das ganz interessant, das Konzept. Zum Glück. Moms Leben war es wert, dafür zu kämpfen. Anscheinend ist dieser Eigensinn auch auf mich übergegangen. Niemand wollte zuhören. Die Vorstellung von dir hat den Leuten zu viel Angst gemacht. Danach hat Dad uns zur Erde zurückgebracht, um sich um Mom zu kümmern. Warum wollte er wohl, dass ich das sehe? Vielleicht war das der Anfang. Wovon? Unbekannt. Private Audiologs sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Yay, das heißt, wir können jetzt wieder ins Quartier gehen und uns dort nochmal umschauen. Das war vorerst alles. Natürlich. Ganz wunderbar, wieder auf ins Quartier. Der Sinn dahinter wäre ja eigentlich erstmal Verständnis für den Schritt des Vaters zu bekommen, eben Sams Sicherheitsfreigaben zu lösen und ihm zu erlauben, dass er eben diese Symbiose eingehen kann. Ich meine, Ryder muss ja erstmal die Akzeptanz dafür erlangen. Und dazu wäre es natürlich logisch, erstmal Verständnis dafür zu fördern, was mit der Erinnerung machbar ist. Die persönlichen Logs ihres Vaters. Ja. So, jetzt können wir doch mal reinschauen. Ah, okay, jetzt ist das hier freigeschaltet, Alans Krankheit. Erstaunlich, wie sich das Leben in einem einzigen Augenblick ändern kann. Plötzlich spielt meine Karriere keine Rolle mehr. Diese großartige Frau, mit der ich so viele Jahre verheiratet war, ihr Ende naht. Ich denke immer nur an die Zeiten, als ich nicht für sie da war. Aber das wird sich ändern. Ich habe so das Gefühl, dass Sam mehr sein könnte, als ich mir je vorgestellt habe. Okay. Hat das was mit der Mutter zu tun am Ende? Lebt sie vielleicht weiter in Sam? Bum, 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 bum. Plot Twist. Nein, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ich vermute mal, die anderen verschlüsselten Logs sind auch wirklich jetzt immer noch verschlüsselt. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Okay, dann war es das an der Stelle erstmal. Und ich würde sagen, wir verziehen uns von hier. Und der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich auf das Schiff zu gehen. Wir könnten auch nochmal auf die Citadel. Ich bin mir nicht sicher, ob es. Die Citadel, sage ich schon, die Nexus.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auf der Nexus weitergeht oder auf einer dieser Etagen. Ja, Kryostation. Mir wird hier angezeigt. Ich verstehe es jetzt so, dass auf der Ebene was ist. Okay, wir gehen mal zur Bahnstation. Ich weiß jetzt halt nicht, wo wir die Videodaten uns anschauen können. Das ist jetzt gerade die Sache. Halt, Captain Dunn. Wollen wir auch noch reden? Ryder. Sie sind nicht auf der Brücke, Captain? Wir haben sie abgeschaltet. Wir können uns keine Energieverschwendung leisten. Die Kryostation und der Sam-Kern sind davon ausgenommen. Und ich habe ihnen gesagt, sie sollen die Finger von Alex Quartier lassen. Sie haben jetzt Zugang. Danke. Hey. Es tut mir leid wegen ihres Vaters. Er war wirklich gut in dem, was er gemacht hat. Wenn auch nicht im Umgang mit anderen. Mit seiner Einschätzung, dass wir den Planeten erkunden sollten, lag er allerdings richtig. Lag er? Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, weil was haben wir jetzt davon gehabt, außer seinen Tod? Eigentlich nichts, oder? Naja, irgendwie kommen mir die Auswahlmöglichkeiten ziemlich bekannt vor. Naja, sagen wir mal, ich werde ihn vermissen, auch wenn das insofern nicht stimmt, weil ich ihn ja nicht kannte, aber... Gut, sagen wir, ich kannte ihn kaum, weil das ist eigentlich die Wahrheit. Um ehrlich zu sein, war er für mich ein Fremder. Im Grunde hat ihn keiner von uns wirklich gekannt. Er hat die Leute auf Distanz gehalten. Lassen Sie es mich wissen, falls ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen kann. Na klar, erzähl uns doch mal ein bisschen was. Was machen Sie jetzt, nachdem die Hyperion angedockt hat? Normalerweise würde ich das Auftauen der Kolonisten überwachen. Allerdings wurde das vorerst zurückgestellt. Wie man hört, arbeiten Sie aber schon daran, das Problem zu lösen. Viel Glück dabei! Hätte Ihnen jemand vor 5 Jahren erzählt, dass Sie heute in Andromeda sein würden? Ernsthaft? Ich hätte ihn einfach nur ausgelacht. Vor 5 Jahren? Allerdings ist unsere derzeitige Lage auch nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Aber wir alle wussten, dass die Bedingungen bei unserer Ankunft hier möglicherweise nicht perfekt sind. Wenn man sich verpflichtet, hofft man auf das Beste und rechnet mit dem Schlimmsten. Also vor 5 Jahren, ausgenommen der Zeit, in der du geschlafen hast, vermute ich mal, oder? Ich bin mir übrigens immer noch nicht ganz sicher, ob die eine Rumpfbesatzung am Leben, sage ich schon, bei Bewusstsein gelassen haben während der Reise oder ob tatsächlich alle geschlafen haben, was sehr fahrlässig wäre. Das wurde auch noch nicht so ganz aufgeklärt. Warum haben Sie sich der Initiative angeschlossen? Wir sind weit von zu Hause entfernt. Wie hätte ich es nicht tun können? Ich liebe meinen Job. Hierher zu kommen, das alles... war einfach der logische nächste Schritt. Unter neuen Sternen zu segeln. Neue Welten zu entdecken. Welche anständige Entdeckerin würde sich so eine Gelegenheit entgehen lassen? Ja klar. Danke für Ihre Zeit. Nun, wie auch immer. Auf mich wartet Arbeit. Ich muss Anfragen einreichen, Administratoren schikanieren und einige Leute aufwecken. Viel Glück da draußen. Besten Dank. Gut, ansonsten gibt's ja aber niemanden, mit dem wir reden können, oder? Oder reden sollten? Ich glaube nicht. Ich werde jetzt auch nicht nochmal hier groß rumrennen. Also, das ist nicht der Ausgang. Wo ist denn der Ausgang? Davon? Siehst du mal, ich bin völlig falsch gelaufen gerade. Nee, ist uns keiner mehr. Gut, ich würde sagen, wir haben ein Nebenmissionsziel, nämlich die Dingens zu überwachen. Die Videoaufnahmen zu überwachen und ansonsten haben wir auf der Etage nichts mehr, so wie ich das sehe. Ich schaue noch mal kurz. Ja, genau. Ansonsten haben wir nichts mehr hier zu erledigen. Wir würden jetzt eigentlich auf unser Schiff gehen und den nächsten Planeten ansteuern. Wir können zur Kryostation, wir können zur Andockbucht, da wollen wir noch nicht hin. Und zur Kommandozentrale, da gehen wir mal hin. Okay. Aber diese Kommandozentrale schauen wir uns jetzt nicht mehr an. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Achso, das ist die Kommandozentrale der Nexus, sehe ich gerade. Wenn Korra hier steht, vermute ich das bald mal.
Genau, wir schauen uns das beim nächsten Mal an. Die Nebenmission wird noch zu klären sein. Da schauen wir mal, ob wir da relativ bald zu einem Ende kommen oder ob sich das erst später ganz aufklären wird. Und dann werden wir unser neues Schiff, unser eigenes Schiff betreten und werden uns zur nächsten Welt nach Eos aufmachen und schauen, ob wir das irgendwie bewohnbar machen können. Ich bin sehr gespannt, wie auch unser Team dann genau aussehen wird, denn irgendwann müssen wir dann auch mal anfangen, unsere Teammitglieder zu rekrutieren. Momentan war es noch sehr viel Vorgeplänkel und in dieser Aufnahmesession extrem viel Gequatsche und keine Action. Aber wir haben ein bisschen was an Hintergrundwissen gewonnen und wissen jetzt, wie unsere Pläne für die nähere Zukunft aussehen. Wir können also gespannt sein fürs nächste Mal. Da gibt es dann sicherlich auch wieder Action, wenn wir auf Eos angekommen sind. Bis dahin. Bleibt gespannt, macht's gut, bis zum nächsten Mal und haut rein.